Mana-Pilz. Objekte. Das ist schlecht. Oh Scheiße, der regeneriert sich ja wieder. Ey, komm! Und? Boah! Ihr habt Erfahrungs... Wir haben genug Erfahrungs zum Stufenaufstieg erhalten. Haben wir doch gar nicht. Aber hier ist noch eine Truhe. Ein Lederharnisch zum Bauplan, eine Säge und ein Teller. Ah ja, genau, man braucht für gewisse Werkbänke und so weiter, braucht man jetzt auch Verkaufsgegenstände wie Nägel und ähnliches. So, eine Leiche. Oh. Krustenboot. Schaden, ein roter Apfel. Schuhe sind nur Gewicht. Rüstung ist auch nur Gewicht. Hm. Was haben wir denn noch hier so in der Richtung? Eine Sporenkrone. Eisenkappe. Scherke. Gut. Sonst haben wir nichts. Weitergehen. Nach Winenderal. Ja. Das ist sozusagen der Prolog. Würde ich mal einfach gesagt sagen. Der Anfang vom Anfang. So. Mana-Pilze sammeln, um die Regeneration zu beschleunigen. Ja, das machen wir als erstes. Ein paar Kürbisse suchen. Da sind auch Kürbisse. So, jetzt brauchen wir noch einen Kürbis. Bist du mein lieber... Ja, guck mal, Mana-Pilze. Ne, hier ist nichts. Ist auch nichts. Aber hier sind Mana-Pilze. Hier, das... Ach nein. Hier diese eine Statue, die wir hatten. Sah so aus wie ein Nichtgeborener. So, jetzt brauchen wir nur Kürbisse. Halt mal, von wo sind wir gekommen? Von... Hier gibt es nochmal Mana-Pilze. Ne, die haben wir schon genommen. Von hier oben sind wir gekommen, genau. Na, lass mich vorbei. So. Was? Ich habe jetzt nicht alle Kürbisse. Cool. Halt sofort Lebensmagie. Ja, aber ich brauche jetzt halt noch den Kürbis. Ne? Wo sind verdammt nochmal Kürbisse? Das sind nochmal Mana-Pilze.
aber... Da, Kürbisse. Ha! Genau, jetzt sind wir eine Stufe aufgestiegen. Wir haben 5 Lernpunkte und 3 Handwerkspunkte bekommen. Und einen Erinnerungspunkt. Genau, die Lernpunkte gibt es tatsächlich auch noch. Die sind für die ganzen anderen Attribute da. Gut, wir entscheiden uns für Mana. Wir wollen ja Mana haben. So. H. Uns um die Fähigkeiten zu... Ja. Wow. Wir haben jetzt mehr Mana. Und das war's. Aber bevor wir hier weitergehen, können wir einmal ins Schöne. Nee, ich würde ihn einfach den Nexus nennen. Ich weiß nicht, wie er genau heißt. So. Hier gibt es verschiedene, genau, Psionik. Das ist so Schwarzmagie. Ne? Traumtrug, Licht- und Metallmagie. Ja. Aber Karnemagie, Elementarzauber. Elementarzauber, sowas wie der Blitz, gibt's hier. Gibt's den Lehrling. Mana-Kosten um 30% verringern, ist super. Das ist auch super. Warte mal, was war das? Blitzzauber, 20% mehr Schaden. Kapiert das Ziel. Okay. Welche Schaden können aber gering. Okay. Ist auch cool. Der Gesellenstufe. Ja. Oh, Schockschaden. Ja. Blitzzauber verursachen mehr Schaden und absorbieren einen Teil des gegnerischen Manas. Verringert die Mana-Kosten von Elementarzaubern der Expertenstufe. Ja, ist auf jeden Fall, ziemlich viel, was man hier holen kann. Schatten des Windes werde ich vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Braumeister. Ja, hier. So Salben, 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 Salben. Hohes Geschick. Das macht aber keinen Sinn. Was haben wir denn hier? Geschick der Hände. Okay. Diebstahl. Diebstahl. Ja, das hier ist Bogenschutz und das hier ist wahrscheinlich Angriff mit Bögen. Feinde. Okay. Nehmen wir im Schleichen sprintet. Leise Füße. Ja, okay. Und was haben wir hier? Schildstoß. Konditionierung. Ja. Er ist hier der Nahkampf. Er macht einen durchtreffen. Ja, gibt es viele verschiedene Sachen. Ab zurück. So, komm. Was ist denn jetzt los? Ja, sind wieder da. Können weiter latschen. Zum verlassenen Turm. Ist ja jetzt besonders schön mit den ganzen Ladezeiten, aber anders ist tun gehen nicht. Nicht mehr gerade. Der Computer macht ordentlich Dampf. Also. So wenig Hitze, so wenig Abwärme produziert er gar nicht. Es ist schön, um die Füße dran zu wärmen, wenn man nichts hat an den Füßen. Flambis. Kelchzeit mit Volkes. Hm. Alte Kristallmünze.
Gut. Was haben wir denn jetzt? Flambis. Flammenbis. Flammenbis. Bücher. Nein, will ich nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir. Das wissen wir nicht. Für Feuer. Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Gut. Und Flambis. Leiden zu zusätzlichen Schaden. Na, lass mal lieber Blitz. Blitz macht gerade mehr Schaden. Okay. Leiche. Mensch. Leiche. Altes Schwert. Borosia. Magisches Symbol gefunden. Hier geht's zur Sonnenküste. Ich weiß nicht unbedingt. Oh. Hallo, mein lieber Höhlengeboll. Weg hier, weg hier. Tut mal lieber Höhlentroll. So we make it. Es lohnt sich aber auch immer hier diese Trolle und so weiter zu besiegen. Oh. Denn morscher Langbogen, Goldbogen. Alte Vagabundenkluft. Rucksack. Gift des Leidens. Ranzig. Denn hier gibt es immer viel zu sehen und gibt auch ordentlich was zu looten. Nee, danke. So, ich würde sagen, einmal gucken. Ja, Rüstung, genau. Alte Robe. Alte Vagabundenkluft. Alte Robe hat mehr. Ziehen wir die an. Brauchen wir alles nicht. Warte. Voll fett. Widerstehe Schockschaden. Ja, wieso nicht? Ab nach draußen. Hier ruckelt es aber ganz schön. Mein lieber Scholli. Nein, da gehe ich nicht runter. Ich bleib hier oben. Bam. Das war's mit dir, Wolf. Fleisch. Leiche eines Kletterers. Handschuhe. Morscher Langbogen. Lebensabsorbiert. Absorbiert 3 Punkte vom lebenden Ziel. Lichtmagie. Sollten wir vielleicht auch mal ausrüsten.